Eine gute Unternehmenskultur ist grundlegend, um Spitzenleistungen zu erreichen. Und eine Kultur baut auf dem Vertrauen, auf dem Dialog, dass wir eben einen super Teamgeist erreichen. Ich bin Lars van der Hagen, CEO von der Belimo. Und wir machen Antriebventile und Sensoren. Und die dienen der energieeffizienten Regelung von Heizung, Lüftungs- und Klimaanlagen. Ich bin seit 2000 bei der Belimo. Nach 3 Jahren hatte ich die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Ich bin dann weltweit in verschiedenen Führungspositionen unterwegs für 13 Jahre. Und seit 7 Jahren bin ich wieder hier in der Schweiz. Mich fasziniert Gebäudetechnik. Ich habe Gebäudetechnikplaner gelernt, weil wir uns zu 90% in Gebäuden aufhalten. Und darum ist eben die Innenluftqualität essentiell. Für das brauchen wir viel Energie. Und da können wir auch ganz viel Energie einsparen, die Energieeffizienz in Gebäuden erhöhen und mit dem CO2-Emissionen senken. Das Potenzial, Energie zu sparen, ist riesig auf der ganzen Welt. Ich war jetzt gerade in Indien, in einem Hotel, und die haben dort unsere Regelventile eingesetzt und eigentlich mit diesen kleinen Komponenten eine riesige Stromeinsparung erreicht. Mit solchen Projekten können wir als Schweizer Unternehmung weltweit die Innovation vorantreiben. Wir sind erfolgreich, weil wir global so gut zusammenarbeiten. Das basiert auf Eigenverantwortung und gegenseitigem Vertrauen. In der Lehre durfte ich schon kleine Baustellenprojekte leiten und mit dem eben die Erfahrung sammeln. Unsere Branche hat ein grosses Zukunftspotenzial. Gebäude werden immer wieder digitaler und vernetzter. Und darum bleibt es auch langfristig sehr spannend für uns.